Leute, ich bin der Orator und ihr seht wie immer Jura zum Hören, Inuastam Causam. In der heutigen Folge geht es um den Zugang der Willenserklärung. Die Willenserklärung habe ich im letzten Video erklärt, das ist Zivilrecht 1, Raute 1. Heute seht ihr Zivilrecht 1, Raute 2. Die Raute ist einfach die chronologische Reihenfolge der Videos. Das heißt, wenn ihr die in der Reihenfolge schaut, 1, 2, 3 und so weiter, baut sich das thematisch hoffentlich korrekt auf. Kommen wir zum Zugang. Der Zugang ist teils im Gesetz geregelt. Übrigens müssen wir den Zugang generell erstmal unterscheiden zwischen Zugang einer Willenserklärung unter Abwesenden und unter Anwesenden. Unter Abwesenden ist das Ganze in 130 Absatz 1 BGB geregelt. Kommen wir auch direkt zum Zugang gegenüber Abwesenden. Das benötigt zwei Punkte, damit das zugegangen ist. Zum einen muss die Willenserklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangen. Und zum anderen muss die Willenserklärung so zugehen, dass dieser unter gewöhnlichen Umständen von ihr Kenntnis erlangen kann. Wichtig, kann. Denn merkt euch, die tatsächliche Kenntnisnahme ist nicht erforderlich. Es geht nur um ein Können. Aber lasst mich das ein bisschen genauer erklären. Zuerst einmal der Machtbereich. Ich erkläre euch das am besten an einem Beispiel. Und zwar, stellt euch vor, ich gebe jetzt eine Willenserklärung ab. Und zwar schreibe ich einen Brief und versende den, nein, ich versende ihn nicht, ich werfe den in den Briefkasten von dem Herrn, dem die zugehen soll. Der Briefkasten gehört zum Machtbereich des Empfängers, also Sachen, die man ihm zuordnen kann, sind der Machtbereich. Und unter gewöhnlichen Umständen bei einem Briefkasten geht die Willenserklärung dann zu, wenn er unter gewöhnlichen Umständen Kenntnis nehmen kann. Und zwar ist das laut Gesetzgeber bei einem Briefkasten so, dass man die mindestens einmal am Tag zu leeren hat und das Ganze zwischen 8 und 20 Uhr. Das heißt, Briefe, die nicht zwischen 8 und 20 Uhr in den Briefkasten geworfen wurden, gehen erst am nächsten Tag zu. Soweit klar? Also, zum ersten Mal, die Willenserklärung muss in den Machtbereich des Empfängers landen und dieser muss dann unter gewöhnlichen Umständen von ihr Kenntnis erlangen können. Ich hoffe, das ist soweit klar. Wir machen nachher noch ein bisschen Beispiel dazu, weil es da noch einige Problempunkte gibt. Und kommen wir jetzt zur Willenserklärung, dessen Zugang unter Anwesenden. Hier muss man zwischen einer schriftlichen Erklärung und einer mündlichen Erklärung unterscheiden. Die schriftliche Erklärung wird regelmäßig dann wirksam, wenn diese an den Überfänger, wenn diese an den Empfänger abgegeben wird. Also, eine schriftliche Erklärung wird regelmäßig mit Übergabe an den Empfänger wirksam. Das heißt, wenn ihr euch eben noch dran erinnern könnt, Machtbereich und unter gewöhnlichen Umständen Kenntnis nehmen, wenn ich dem Typ den Brief in die Hand drücke, dann hat er erstmal, ist der Brief in seinem Machtbereich. Und wenn er den Brief in der Hand hat, sollte er eigentlich auch unter gewöhnlichen Umständen davon Kenntnis nehmen können direkt. Also mit Übergabe des Briefes in das Eigentum des anderen Teils wird die Willenserklärung wirksam. Bei der mündlichen Erklärung ist das Ganze dann so, dass mit der Abgabe an den Empfänger die ganze Sache wirksam wird. Das heißt nichts anderes als, wenn der Empfänger die Willenserklärung hört, ist die auch wirksam. Man sollte dabei darauf achten, dass man zum Beispiel in der gleichen Sprache redet. Und gerade das führt jetzt zu einem Klausurenproblem. Was ist, wenn der Empfänger die Erklärung falsch versteht? Fangen wir an mit der Mindermeinung dazu. Ja, klar, wie immer, es gibt dort einen Meinungsstreit. Zwei Juristen, sechs Meinungen. Auf jeden Fall, die Mindermeinung ist die sogenannte Vernehmungstheorie. Und nach der sogenannten Vernehmungstheorie liegt ein Zugang nur vor, wenn der Empfänger die Erklärung zutreffend verstanden hat. Bei einem Missverständnis seitens des Empfängers wird die Willenserklärung nicht wirksam. Quasi der Erklärende, also der, der die Willenserklärung abgibt, trägt das Risiko des Verhörens. Und, naja. Warum das die Mindermeinung ist, ist vielleicht hoffentlich eben klar. Das ist eine relativ unfaire Risikoverteilung.
Im Jura geht es halt darum, immer fair zu sein. Mehr oder weniger. Kommen wir zu der nächsten Theorie. Und zwar ist das die eingeschränkte Vernehmungstheorie. Und das ist die herrschende Meinung. Also, das ist die Meinung, die ich euch empfehle, in der Klausur anzuwenden. Und wenn man sich wenn man sich beim Lernen tendenziell ein wenig sparen will, sollte man quasi nur schon den Problempunkt die herrschende Meinung können. Und wenn das wirklich das Klausurthema ist, kann man sich da immer noch ein bisschen aus der Nase ziehen, wenn man, wie der Herberger im dritten Semester sagt, in der Logikvorlesung, wenn man ein bisschen Logikverständnis hat, dann kann man sich die Problempunkte bzw. die Theorien, die es dazu geben muss, selbst erarbeiten, wenn man zumindest eine kennt. Wie auch immer, kommen wir jetzt zu der herrschenden Meinung, die eingeschränkte Vernehmungstheorie. Mit dieser wird besagt, dass es für den Zugang der Erklärung genügt, wenn der Erklärende damit rechnen durfte, richtig verstanden zu werden. Diese Ansicht trägt dem Interesse des Verkehrsschutzes unter angemessener Risikoverteilung Rechnung. So könnte man dann argumentieren. Der Erklärende darf darauf vertrauen, dass seine Erklärung richtig und vollständig verstanden wurde, wenn er sie deutlich und vollständig abgegeben hat. Dem Empfänger ist es zuzumuten, nachzufragen, wenn er etwas nicht verstanden hat. Das heißt, wenn der Herr, der die Willenserklärung abgibt, ein wenig nuschelt, ist die Willenserklärung wirksam, wenn der andere sich denkt, ich habe ihn bestimmt schon richtig verstanden. Das war also das grobe Ganze dazu. Aber das war ja jetzt ein Zwei-Personen-Verhältnis bis jetzt. Kommen wir zu den richtig spaßigen Sachen im Studium der Rechtswissenschaften. Und das sind immer die Mehr-Personen- bzw. Drei-Personen-Verhältnisse. Hier ergeben sich häufig die meisten Probleme. Das, was man sich wahrscheinlich am ehesten denken kann, ist der sogenannte Empfangsbote. Also, der Empfänger der Willenserklärung ist nicht dem, den sie zugehen soll, sondern ein Stellvertreter von dem. Zum Beispiel, in einer Firma gibt man dann den Brief der Sekretärin oder auch, was auch immer eine Willenserklärung sein kann. Hier ist der Zugang dann zu erwarten, zu dem regelmäßig die Weitergabe zu erwarten ist. Und Empfangsbote ist nur eine Person, die zur Entgegennahme der Erklärung vom Empfänger der Willenserklärung ermächtigt ist. Also, wenn ich in ein fremdes Haus eine Willenserklärung abgebe, persönlich als Brief, und da arbeitet zufälligerweise gerade heute der Handwerker H. Das ist kein ermächtigter Empfangsbote, sondern das ist ein nicht ermächtigter Empfangsbote. Auch den kann ich die Willenserklärung abgeben und auch die könnte wirksam werden. Und zwar wird die erst wirksam bei tatsächlichem Zugang. bei dem Ermächtigten ist es so, die wird Zugang, wenn es zu erwarten war, dass diese weitergegeben wird. Zum Beispiel im Eheverhältnis ist das am gleichen Tag zu erwarten. Beim Handwerker ist das dann zu erwarten, wenn das wirklich geschehen ist. Also dann trägt man wieder selbst das Risiko. Kommen wir zum nächsten Personenverhältnis. Das ist der Erklärungsbote. Diesmal ist es so, der Empfänger ist der wirkliche Empfänger, aber ich beauftrage jetzt einen Empfang, einen Erklärungsboten, hier überbringe doch bitte mal folgende Willenserklärung. Auch hier liegt der Zugang erst mit der tatsächlichen Übermittlung der Erklärung vor. Übermittelt der Erklärungsbote die Willenserklärung falsch oder auch gar nicht, so geht das schon wieder zu Lasten des Erklärenden. Also merkt euch, beim Erklärungsbote trägt der Erklärende das komplette Risiko für alles. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, das sind Zugangshindernisse. Und das wäre dann zum Beispiel die Verweigerung. Überlegt euch mal, ihr wisst jetzt, dass ihr bald Post bekommt von einer Abmahnung. Und ihr klebt den Briefkasten zu, weil wenn die reingeht und ihr öffnet den einfach, ihr leert den einfach nicht, habt ihr eben schon gelernt, ist das trotzdem zugegangen.
weil es zu erwarten war. Aber wenn man jetzt einfach den Briefkasten zuklebt und sich denkt, ja, dann geht er halt nicht zu, weil er nicht eingeworfen werden kann, ist dann trotzdem zugegangen, weil der ist ja dann bösgläubig und all so ein Zeug. Da kann man sehr viel argumentieren. Ich glaube, das ist auch jedem logisch, wenn man, klar, das zieht ja schon drauf ab, dass man sich nicht wirklich rechtstreu verhalten will. Doch, vielleicht jetzt zum Beispiel mal noch ein bisschen anders gelagerten Fall. Jetzt kommt ein Brief an, der zu wenig frankiert ist. Quasi müsste der Empfänger jetzt Geld bezahlen, damit ihm die Willenserklärung zugeht. Das ist dem natürlich nicht zuzumuten. Die Willenserklärung ist somit nicht zugegangen. Andererseits ist es, wenn zum Beispiel jetzt jemand vor der Tür steht bei euch, ihr macht die Tür auf und ihr wartet schlechte Nachrichten und ihr seht ihn und macht die Tür wieder schnell zu. Auch dann ist die Willenserklärung zugegangen. Ich denke, das ist eigentlich vom Logikverständnis her und vom allgemeinen Wertegefühl her klar, dass das dann zugehen muss. Nur ihr müsst halt auch immer ein bisschen begründen und quasi nennt man das dann unberechtigte Verweigerung, wenn ihr so Fachterminusse benutzt. Macht das immer schon guten Eindruck. So, haben wir noch irgendeinen Punkt? Ja, nein. Wir sind bei 12 Minuten. Ich glaube, ich sehe hier nichts mehr. Von daher möchte ich noch einmal zum Ende sagen, wir sind für euch da, also schreibt uns, was ihr davon haltet, was ihr gerne sehen würdet, wozu wir ein Video machen sollten, was wir besser machen könnten, was wir schlecht machen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, wie immer, kennt ihr bestimmt schon aus 100 Millionen YouTube-Videos. Was uns wirklich am Herzen liegt, ist, dass ihr uns wirklich ein Feedback gibt, was ihr gerne wollt, wie gut ihr das findet und ob wir es überhaupt weitermachen sollen. Und wir wären euch super dankbar, wenn ihr das weiterverbreitet, weil wirklich davon lebt das Projekt. Wir haben einen riesigen Spaß dran, die Videos zu machen. Und wenn da wirklich ein Feedback zurückkommt und man sieht, da gucken sich das Leute auch wirklich an, das motiviert unheimlich und es wäre wirklich ein Riesending, wenn ihr das Projekt unterstützt und euren Juristenfreunden sagt, hier, guck mal, die machen das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oder als kleine Wiederholung, ist gar nicht mal so übel. Solche Dinge würden wir uns wirklich drüber freuen. In diesem Sinne, einen wunderschönen